Im August 1959 stellt Mercedes-Benz sein überarbeitetes Pkw-Programm vor. Den neuen Sechszylinder, eine Klasse für sich, lautet das Motto. Es gibt drei Modelle, 220B, 220SB und 220SEB. Die Karosserie ist elegant und sichtbar geprägt von amerikanischen Einflüssen. Die Heckflosse prägt den Namen einer ganzen Modellgeneration. Der Sechszylinder-Reihenmotor des hier gezeigten Klassikers Mercedes 220 SB verfügt über einen Hubraum von 2195 Kubik und bringt seine Leistung von 105 PS bei 5000 Umdrehungen in der Minute. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 165 km pro Stunde. Um eine effektive Schwingungsdämpfung zu erreichen, sind an Vorder- und Hinterrädern der W111-Modelle die Stoßdämpfer ganz außen untergebracht. Scheibenbremsen an den Vorderrädern und eine Zweikreisbremsanlage sorgen für einen sicheren Stillstand. Auffälliges Merkmal des 220SB ist die sogenannte doppelte Stoßstange. Das verchromte Lufteinlassgitter vor der Windschutzscheibe und die verchromten Radzierblenden. Am Heck die größeren Rückleuchten und die Zierleisten an der Oberkante der Heckflossen. Das hier gezeigte Modell ist komplett original ausgestattet. Stahlschiebedach, Servolenkung, Radio, Lenkradschaltung und Mittelarmlehne machen die Limousine zu einem idealen Reiseklassiker.